Immer häufiger fragen mich die Menschen, wie wir mit dem vorhandenen Leid in der Welt umgehen können. Und auch mit dem Leid der Tiere oder mit dem Leid von Kindern. Unschuldige Wesen werden gequält, misshandelt oder sonstiges. Und es passieren natürlich auch andere unschöne Dinge in der Welt, wo wir nicht mit umgehen können ohne weiteres. Also wie können wir mit dem Leid der Welt und allem, was uns begegnet, besser umgehen oder wie können wir es verarbeiten, wie können wir es einordnen? Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Das Leid der Menschheit bewegt uns sehr. Manchmal sitzen wir bei uns zu Hause, sehen die Nachrichten oder lesen irgendwas, erfahren irgendwas und fühlen uns dann vollkommen machtlos. Wir können nichts tun und fragen uns fast verzweifelt, wie geht's denn jetzt weiter? Was kann ich machen? Und vielleicht ist es hilfreich, erst einmal ein bisschen zu definieren, was hier unter Leid verstanden wird oder was allgemein Leid eigentlich ist. Leid kann in verschiedenen Formen auftauchen. Es gibt emotionales Leid, es gibt physisches Leid, globales Leid und persönliches Leid. Und um das mal ein bisschen aufzugliedern, kann ich das einmal kurz sagen. Also emotionales Leid wäre zum Beispiel sowas. Du hast Trauer, weil du einen geliebten Menschen verloren hast, beispielsweise irgendwas in deiner Lebenssituation haut dich richtig aus den Latschen. Oder du hast Angst vor irgendetwas, vor ständigen Veränderungen oder vor der Zukunft oder vor dem, was noch so kommt. Emotionales Leid kann auch Einsamkeit sein. Das habe ich auch immer öfter gehört, dass Menschen sich einsam fühlen und vielleicht mache ich da auch mal ein Video zu dem Thema. Ich würde sagen, bestimmt. Das physische Leid ist uns auch allen bekannt. Es gibt Krankheiten, alle möglichen Sachen. Es gibt Verletzungen durch Unfälle, aber auch durch Gewaltanwendung. Schweres Leid wird einem dazugefügt. Oder wenn wir völlig von Sinn sind, fügen wir auch anderen Menschen schweres Leid zu. Und dann gibt es natürlich noch physisches Leid, was angeboren zum Beispiel ist oder so nennt man das in der Medizin vielleicht erworben, also Behinderung. Da funktioniert unser Körper nicht mehr so, wie er eigentlich geplant ist oder von vornherein funktioniert er nicht so. Und das kann erhebliches Leid bei sich selbst und natürlich auch im nächsten Umfeld oder im ganzen Umfeld erzeugen. Das globale Leid kennt ihr auch alle. Naturkatastrophen, die können kommen, Überflutungen. Alle möglichen Dinge, Kriege natürlich, Konflikte, wie sie gerade an der Tagesordnung sind, Armut, Hunger, die ganzen Sachen. Und dann gibt's natürlich noch das persönliche Leid. Das sind dann vielleicht Beziehungsprobleme oder beruflicher Stress zum Beispiel. Hast du Angst, dass dein Job verloren geht oder da ist es total stressig, du fühlst dich ausgebrannt, überfordert, solche Dinge. Und dann gibt's natürlich noch ein persönliches Leid, was viele von euch wahrscheinlich auch kennen. Das sind die Selbstzweifel. Mache ich das gut genug? Bin ich gut genug? Bin ich ein spiritueller Sucher, der gut genug ist? Bin ich fleißig genug? Muss ich noch mehr tun? Bin ich es wert? Habe ich es verdient? Habe ich es verdient, den Job zu bekommen? Habe ich es verdient, erleuchtet zu werden? Habe ich es verdient, einen guten Partner zu finden? Und so weiter und so fort. Ihr seht also, dass das Leid sehr viele verschiedene Facetten haben kann. Ich habe bestimmt ganz viele vergessen, bestimmt mehr als die, die ich genannt habe. Und was uns dann auch noch auffällt, ist, es ist allgegenwärtig. Also wir können es überall antreffen, aber sehr oft auch vor unserer eigenen Haustür. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt das zustande? Also was ist die Ursache vom Leid? Natürlich könnte ich jetzt als spiritueller Mensch, als spiritueller Mentor sagen, das ist vom Ego geschaffen, das stimmt natürlich auch. Es gibt dann das individuelle Ego, was Leid braucht, damit es sich davon ernähren kann. Es ernährt sich quasi von negativen Energien. Dann gibt es natürlich auch das kollektive Ich, was im Grunde noch der Exponent ist von der Ansammlung der einzelnen Egos, der einzelnen Ichs. Also es wird noch schlimmer, wenn sich mehrere Egos gleicher Couleur zusammenrotten und dann etwas aushecken und der ganzen Welt noch mehr Leid verschaffen. Da kann einem ja alles Mögliche, Tagesaktuelle auch zu einfallen.
Die inneren Ursachen für Leid sind natürlich die Gedanken. Die Gedanken, die wir darüber denken, wie es sein sollte oder wie es nicht sein sollte. Shakespeare hatte schon gesagt, es gibt nichts Gutes oder Böses. Das Denken macht es erst dazu, so oder so ähnlich hat er es gesagt, und das stimmt. Wir beurteilen etwas, was sowieso schon läuft. Das eine Sein erschafft sich in billionenfacher Form, als billionenfache Form, Plus und Minus, Yin und Yang. Ich habe schon oft darüber gesprochen, du weißt es. Und wir sind eine der wenigen Spezies, die ein Gedankengut entwickeln können, was vollkommen andere Bilder innen entwickelt, als die, die außen stattfinden. Wir können also sowas sagen, das soll nicht so sein, das soll so sein, so und so ist es. Natürlich sind innere Gedankenwelten auch gut für Inspiration und Kreativität, aber im Großteil unseres Gedankenguts befinden sich negative Gedanken oder die Dinge, die wir für negativ halten oder so bewerten. Es engt uns also ein. Wir erwarten was ganz Bestimmtes von der Welt. Das sagte ich gerade schon. Es soll so sein oder so soll es nicht sein. Das ist eine innere Erwartungshaltung, wo eigentlich kein Mensch weiß, wo das ursprünglich herkommt. Man könnte natürlich jetzt mit der Konditionierung aus der Vergangenheit kommen, aber zu dem Thema mache ich nun mal ein anderes Video. Also, wir haben Erwartungshaltung, Gedanken und die Gedanken lösen natürlich Emotionen aus. Und dieses Gewölle aus Gedanken und den passenden Emotionen, wie wir finden passend, machen es sehr überzeugend. Wir glauben dann, das, was ich hier denke und fühle, stimmt. Das muss so sein, weil es zieht sich alles zusammen, wenn ich daran denke. Manchmal bin ich geneigt zu sagen, dann denk doch einfach nicht dran. Also wenn wir sowieso nichts machen können. Aber da komme ich gleich noch zu, wie wir das lösen können, diese Problematik. Dafür bist du hier, um zu hören, was kann getan werden gegen das Empfinden des vielen Leids in der Welt. Äußere Ursachen gibt es natürlich auch. Das ist dann die Umwelt. Das nannte ich schon gerade. Kriege, die Gesellschaft, globale Ereignisse, die ganzen Sachen. So, wie können wir jetzt denn verstehen oder uns dem Thema Leid irgendwie nähern, dass wir es bewusster behandeln können, dass wir bewusster damit umgehen können? Was können wir tun? Können wir überhaupt irgendwas tun? Ja, wir können etwas tun. Wir können erstmal bei uns anfangen. Ich sage es immer wieder, schaue nicht in die Welt zunächst, sondern schaue in dich hinein und bringe möglichst viel in dir in Frieden und dann wirkt die Welt im Außen auch gleich friedlicher. Oder wenn die Geschehnisse, Situationen, Ereignisse eins zu eins so bleiben, so würdest du sie dann doch mit mehr innerem Frieden in dir ganz anders bewerten, nämlich friedlicher, aus einer Ruhe vielleicht heraus und vielleicht sogar mit konstruktiven Ideen behaftet, wo du dann auf einmal sagst, ah, ich glaube, ich weiß, was man da tun könnte, was man unternehmen könnte. Also wenn wir akzeptieren erstmal das, was stattfindet und dann uns hinsetzen und sagen, ja, das ist jetzt so, was mache ich jetzt damit, sind wir schon einen großen Schritt weiter. Also geht es darum, innerlich achtsam zu sein. Was geht in mir ab? Kann ich es am Schlawittchen packen? Mein Ego bei der seltsamen Arbeit, nämlich über alles zu jammern, aber nichts dagegen tun zu wollen. Wir werden dadurch bewusst, eine Bewusstheitssteigerung, und wir akzeptieren das, was ist und bleiben da nicht faul sitzen, sondern gehen tatsächlich aktiv los. Gegründet im Sein, vollbringe Taten. Das Leid wird erzeugt, das sogenannte Leid wird erzeugt, weil es ohne es nicht ginge. Und wenn man das hört, sperrt sich möglicherweise erstmal alles in einem, wieso kann die Welt nicht vollkommen harmonisch sein? Das geht deshalb hier in dieser Form nicht oder als diese Form nicht, weil es hier so läuft wie in einer Polarität. Zwischen Plus und Minus findet das Spiel statt, Yin und Yang. Du kennst das Symbol davon, in dem weißen Bereich ist schon ein schwarzer Punkt enthalten und in dem schwarzen Bereich ist ein weißer Punkt enthalten. Das heißt, das eine beinhaltet schon das andere, der Same des sogenannten anderen ist schon gesetzt und das geht bis ins Allerkleinste, bis in das kleinste Lebensdetail deines ganz gewöhnlichen Alltags hinein. Du wirst bemerken, dass das stimmt, wenn du die Augen öffnest und die Sinne für das, was so täglich geschieht und wie du es dann vielleicht zunächst beurteilst und was dann danach passiert oder wo du denkst, das war zwar gut, das Eis hat zwar lecker geschmeckt, aber jetzt habe ich Magenschmerzen bekommen. Ich nehme mir mal ein harmloses Beispiel. Wir können das Leid einordnen, wenn wir uns mehr einordnen können. Wenn du dich selber verstehst,
dich selber erkennst, funktionierst, dann weißt du auch, wie die Welt funktioniert. So können wir das erstmal stehen lassen. Ich komme gleich nochmal auf ganz konkrete Tipps, wie wir damit umgehen können. Das Allerwichtigste ist, dass es nicht nur darum geht, achtsam für dein Innenleben zu sein, sondern es geht auch um Selbstliebe. Entwickle Selbstmitgefühl, Selbstfürsorge, bedeutet also, werde gnädiger mit dir und entdecke, was da für seltsame Gedanken gedacht werden, denn das findet tagtäglich tausendfach statt. Auch Urteile, Vorurteile, ein inneres Geläster, was auch immer, ein nicht gut finden, natürlich auch ein gut finden. Und wenn du merkst, dass das tatsächlich stattfindet und du feststellst, das ist so eine Art Gemischtwarenladen, der in mir abläuft, ein gedanklicher und emotionaler Gemischtwarenladen, kannst du sehr schnell auf die Idee kommen, dass es in dem anderen Menschen, in dem sogenannten anderen Menschen, genauso aussieht wie in dir. Und das ist natürlich auch so und daraus resultieren dann eben auch entsprechende Verhaltensweisen. Wir kriegen das gesammelt über die Medien vielleicht mit, kanalisiert. Only bad news are good news und deswegen haben wir das Gefühl, es gibt eigentlich nur noch schlechte Nachrichten auf der Welt oder überwiegend. Und dann glauben wir, dass die Welt so ist. Wir bekommen also ein Zerrbild der Welt gespiegelt. Und wenn wir von unserer alten Konditionierung des Säbelzahntigers, der gefährlich ist, nicht wegkommen, werden wir die Welt auch weiterhin so sehen. Was kannst du tun? Erkenne erstmal zunächst, dass es ist. Das kannst du machen, indem du dich in Stille setzt. Du kannst meditieren, beobachte deine Gedanken, werd achtsam für dein Innenleben, sei gnädig mit dir, gnädig und sanftmütig, denn die Sanftmütigen werden die Erde besitzen und wenn du sanftmütiger zu dir wirst und werden kannst, endlich vielleicht nach einer jahrzehntelangen Periode der Strenge oder auch der spirituellen Strenge, ich müsste schon wesentlich weiter sein, dann kannst du auch wesentlich sanftmütiger werden zu allen anderen Menschen. Und was auch noch vielen Menschen entgeht, was einem eigentlich auf der Nase klebt, ist, dass wir Kontaktwesen sind. Wir sind normalerweise soziale Wesen. Wir wollen Gemeinschaft haben und Unterstützung haben. Wir fühlen uns im Kreise der Gleichgesinnten zumindest oft wohl. Wir brauchen auch jemand, der sich um uns kümmert, der für uns da ist und umgekehrt auch, denn sonst würden wir verkümmern. Also das ist so, man ist nicht nur als kleiner Säugling auf die Mutterliebe oder auf Körperkontakt angewiesen oder auf einen allgemeinen emotionalen Kontakt, das geht durch das ganze menschliche Dasein, wofür ich sehr dankbar bin. Das Ego macht allerdings genau das Gegenteil, es ist sehr paradox, es denkt oder es handelt wie folgt, ich liebe die Trennung, ich will mich getrennt sehen, ich will mich sogar vielleicht besonders sehen. Und wenn du dich abgesondert sehen willst, willst du dadurch gleichzeitig erreichen, dass du erkannt wirst, anerkannt, wertgeschätzt und geliebt und dich verbunden fühlen. Kann das funktionieren, wenn du gleichzeitig getrennt sein willst, dass du dich gleichzeitig verbunden fühlen willst? So und nur so tickt das Ego. Erkenne dieses schaurige Spiel und sehne dich nach Verbundenheit, nach Einheit und höre nicht mehr auf die seltsamen Wünsche des Egos, getrennt sein zu wollen oder was Besonderes sein zu wollen oder es besser zu wissen als andere, denn das ist auch nur ein Akt der Trennung. Ich weiß es besser. So steht man dann nämlich über den anderen Menschen oder will sich über andere Menschen setzen. Doch es gilt immer noch, die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Und am besten denkt man gar nicht in solchen Kategorien, sondern erkennt, dass alles ein und dasselbe ist. Und das ist dann wahre Liebe. Also Gemeinschaft, Unterstützung, hol dir das. Und wie können wir jetzt mit diesem Leid umgehen? Ich bleibe erstmal auf der ganz weltlichen Ebene noch und zum Schluss werde ich dir den spirituellen tiefsten Rat geben, den man eigentlich nur geben kann, mit Leid umzugehen. Wir sind noch bei dem Leid der Welt. Wenn du das Gefühl hast, unschuldige Wesen werden gequält oder Wesen werden missbraucht oder es passiert sonst ein Leid in der Welt, dann bitte sei ein bewusster Mensch und engagier dich dafür. Denn
Ein Lichtschalter, der 3 Meter entfernt ist, den können wir nicht betätigen. Unsere Arme sind zu kurz. Das ist eine seltsame Analogie, jetzt ein komisches Gleichnis. Damit meine ich, wenn wir etwas sehen, es ist von uns entfernt, also nicht handhabbar, und wir weder den Willen noch die Lust haben, noch die Möglichkeit, was dran zu tun, fühlen wir uns ohnmächtig. Also wenn wir den Willen nicht haben, fühlen wir uns vielleicht nicht ohnmächtig, aber wenn wir da nicht drankommen, können wir nichts tun. Ohnmächtig ist ein wunderbar weises Wort, das heißt nämlich ohne machen, das heißt nämlich, du kannst nichts machen, du kannst nichts tun, und deswegen fühlen wir uns so machtlos. Aber wenn du aufstehst und dann dahin gehst zu der Situation oder wie auch immer die Situation zu dir herholst, kannst du sie handhaben und etwas tun, dann bist du nicht mehr machtlos. Und deswegen ist mein Appell an dich, dich zu engagieren und irgendwas wirklich zu tun. Wenn dich etwas stört, dann jammere nicht nur und bleib auf deinem Sofa sitzen und sag, oh, das ist aber schlecht, sondern geh in die Aktion, geh dorthin und tu bitte irgendwas. Wenn du nichts tun kannst oder nichts tun willst in dieser Angelegenheit, jammere nicht, sei auch geistig still. Zudem noch, zusätzlich noch. Hör auf mit diesen Gedankenmustern, die nur dich selbst verpesten und deine ganze Umwelt mit negativen Gedanken. Oh, wie ist die Welt schrecklich. Trotzdem sitzt du mit deinem Hintern weiter in deinem Stuhl. Das geht nicht. Entweder du tust was oder du lässt es und denkst aber dann bitte bessere Gedanken und dankbare Gedanken. Du kannst auch mal darüber nachdenken, für was du eigentlich alles dankbar sein kannst. Vielleicht für die Uhr, für den Urgrund, nämlich dass du überhaupt existieren darfst. Und da gibt's noch 1000 andere Sachen, für die wir dankbar sein können, für die allerkleinigsten Kleinigkeiten. Vielleicht könnte man noch sagen, um Leid zu vermindern, dass wir nicht so viel konsumieren sollten oder so viel unsinniges Zeug kaufen sollten und die Welt verpesten, um nicht auch noch von der Warte her unnötiges Leid zu erzeugen. Aber das soll kein ökologisches Video werden, sondern ein spirituelles. Natürlich greift alles ineinander nahtlos. Ich wollte es einmal nur kurz erwähnt haben. Dein Herz weiß genau, was in Anführungsstrichen gut ist und was dir gut tut und was dem Umfeld gut tut. Also bitte tue das. Und jetzt kommt, wie versprochen, der Hinweis aus einer tiefen spirituellen Sicht, wie wir mit Leid aus einer spirituellen Warte her umgehen können. Es gibt die Themen Zeit und Raum, über die ich hier und da spreche. Und es ist tatsächlich so, dass weder Zeit noch Raum existieren, auch wenn es so aussieht. Was habe ich jetzt davon? Wenn du zu Hause bist und über das Leid der Welt nachdenkst, ist es nicht nur so, dass du dich machtlos fühlst, weil du gerade dagegen nichts tust und nichts tun kannst, sondern du unterliegst einem Erkenntnismangel. Es ist kein Fehler, da mangelt es nur an der Erkenntnis, dass das Leid, von dem du denkst, das existiert, gar nicht existiert, wenn es nicht da ist. Das hört sich jetzt etwas merkwürdig an, das könnte dir ein Quantenphysiker genauso bestätigen, bloß mit vielen Formeln. Ich sag's lieber mit einfachen Worten. Wo ist London jetzt in diesem Moment? Frag dich das mal. Und wenn du nicht zufällig gerade in London bist und genau jetzt hinschaust, wirst du sagen müssen, es ist nicht da. Und das ist nicht nur im übertragenen Sinne nicht da, es ist tatsächlich nicht da. Und das ist kaum zu erfassen. Mit dem Verstand ist es gar nicht zu erfassen, es ist aber direkt zu erkennen. Es existiert im Grunde nicht, außer es existiert gerade doch. Genauso ist es mit dem Leid der Welt. Das Leid der Welt existiert nicht, außer es ist gerade direkt vor deiner Nase und du siehst es. So ist das. Und das ist keine Naivität oder kein Verdrehungsmechanismus. Ich weiß genau, dass das menschliche Spiel hier läuft, weiß auch genau, was es bedeutet und wie wir es wertschätzen können, nutzen können, mitmachen können, mitspielen können und konstruktiv sein können. Vollkommen klar. Aber die tiefste Erkenntnis ist, es ist nur das, was jetzt ist. Und Zeit hat es auch nie gegeben. Es gab kein Gestern, wo was Schlimmes passiert ist. Es gab auch kein Gestern, wo was Gutes passiert ist. Und genauso ist es mit dem sogenannten Morgen. Es ist nicht da. Es gibt nur den jetzigen einen Moment, in dem alles erschaffen wird, inklusive alle Überzeugungen, Meinungen, sogenannte Erfahrungen, den Körpergefühlen passen dazu und der festen Überzeugung, ja, genau so war das. Oder ja, genau so ist die Welt. Ich weiß es genau. Ich habe es ja in der Tagesschau gesehen. Wo stellst du den Fernseher ab oder deinen YouTube-Kanal oder sonst was,
was ich dir sehr empfehle, dann ist das Leid nicht da, nur noch in deinem Kopf, in deinem Gewahrsein. Und dann kannst du einfach sagen, okay, was habe ich jetzt davon, schlecht zu denken? Wäre es nicht sinnvoller, mal die Augen und die Sinne aufzusperren und mich zu fragen, was ist denn hier eigentlich gerade Schönes anwesend? Und das macht ein ganz anderes Lebensgefühl. Denn du kannst darauf vertrauen, dass wenn deine Handlung gefragt ist, gefordert ist, deine Intelligenz gefordert ist, deine Handlungsfähigkeit, deine Kreativität, auch mit Leid umzugehen, du wirst es nicht verlieren. Das kommt dann noch besser denn je hervor, wenn du in der Situation bist oder da hineingerätst, kannst du weiterhin handeln. Du musst nicht 45 Jahre vorher dich schon sorgen. Natürlich brauchen wir unseren Ich-Verstand, um zu planen, zu organisieren. Wenn du also eine Reise in die Ukraine oder sonst wohin vornehmen willst im Nahen Osten, bitteschön, tu das, aber dann bereite das vernünftig vor. Das ist vollkommen einsichtig, da braucht es natürlich eine Vorbereitung. Davon spreche ich nicht. Ich spreche von den unnützen Gedanken, wenn dahinter kein Wille steht, wirklich etwas zu ändern. Dann denk über was Schönes nach, denn das strahlst du auch in die Welt aus. Wenn du Frieden und Liebe in dir empfindest, strahlt das in die ganze Welt, das merkt der allerletzte Schmetterling in Brasilien, weil alles eine Einheit ist. Also tue das vielleicht so. Du hast es nun gehört, es ist das Leid, ist nur da, wenn es tatsächlich da ist. Und wenn es vor deiner Nase ist, in deinem Handlungsbereich, in deinem Machtbereich, dann tue bitte was. So kannst du damit umgehen. Jetzt ist hier eine Kamera, jemand spricht. Und die Lichter leuchten, das ist jetzt da, hier ist jetzt kein Leid der Welt. Und das ist schön, weil das den Raum erschafft, damit etwas Heiliges aufsteigen kann, damit etwas Sehendes aufsteigen kann, damit die Erkenntnis, die hier und dort natürlich da ist, mit sich selbst sprechen kann und solche Worte sprechen und hören kann. Ich wünsche dir alles Liebe und viel Mut und Engagement für dein menschliches Dasein.